So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Und während ich hier mein ganzes Zeug runterwerfe, schauen wir uns einfach die letzte Zwischensequenz an, die Kapitel 7 quasi einleitet. Cocoon is caught in the grip of a pulse-borne terror. If we allow the seed activity to continue, panic will rip our world apart. The peace and stability we have fought so hard to maintain will be nothing but a memory. Pulse the seed threaten our very way of life. They must be eliminated. There can be no hesitation. That is all. If we fail, our citizens will pay the price. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir! We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the Sanctum? Now you're thinking like a pulse, see? Well, this is Operation Nora. It's not just Snow I'm after. The Sanctum's gotta pay too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. So, dann dürfen wir damit no more rivalries now. Auch noch weiter gucken. Okay, there's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. So, genau, damit sind wir jetzt wieder mit und bei Lightning and Hope und schauen auch hier direkt mal ins Kristarium und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Allerdings kostet mich das hier richtig viel, weswegen ich bis zu den TP gehe und dann erstmal noch ein bisschen bei Heiler aufstufe. Was gerade mit Vitra sehr praktisch ist und auch Medica könnte sich als nützlich erweisen. Bis dahin schaffe ich es nicht mehr, kann ich die 240 irgendwo noch sinnvoll nutzen kann ich nicht, das reicht hier auch nicht, dann reicht es hier erst recht nicht. Natürlich nicht, gut, dann lasse ich es einfach mal bleiben. Fertigkeiten, Ausrüstung, denke ich, muss ich, wobei hier doch den Sternanhänger kann ich wegmachen. Wobei das hier alles eigentlich auch nicht so wirklich viel Sinn macht. Von daher, ich gebe ihm einfach mal die, boah, was gebe ich ihm denn? Keine Ahnung, ich gebe ihm einfach mal die Blitzresistenz, es ist, oder ich leg's ab, weil es macht halt wirklich keinen Sinn. Genauso wie gut das Schutzamulett, das macht wenigstens irgendwo noch Sinn, aber gut, weiter will ich an dieser Stelle gar nicht diskutieren, sondern hau einfach mal drauf. Ja, eigentlich sollten wir schleichen, beziehungsweise rein von der Story her hieß es, wir können uns unbemerkt reinschleichen.
Es ist uns aber relativ egal, weil es gibt Kristallpunkte. Und wir haben absolut keinen Grund zu schleichen. Wir haben nur das falsche Paradigma gewählt. Das muss ich noch ändern. Ich dachte, da wäre alles so, wie es sein soll. Ist es prinzipiell auch. Nur das Startparadigma war fehlerhaft. Und ja, ansonsten kämpfen wir uns hier mal ohne große Verluste, beziehungsweise auch ohne mal groß gucken zu müssen, wo wir hier, wie lang, wo, warum, weshalb. Wir kämpfen uns einfach nach vorne, weil das Kapitel ist insgesamt, also das siebte Kapitel ist insgesamt ein etwas längeres Kapitel. That's how it's done. Allerdings. So, mal gucken, haben wir hier noch irgendwo, ich glaube, wir haben da hinten, das sieht nach Item aus. Vielleicht aber auch nicht. Okay, ich habe mich geirrt. Aber ich höre ein Item. Ich höre es. Da. Ich wusste doch, hier ist irgendwo eins. Drei Glasfaserkabel und ich glaube, Glasfaserkabel sind tatsächlich sehr nützlich, was das Aufleveln angeht. Ansonsten haben wir hier die geheime Röhre, mit der es dann weitergeht. Und auch hier höre ich ein Item. Das nehme ich mit. Gut, drei Fiolen Weihwasser. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich mit Weihwasser anfangen soll, aber ja, oh mein Gott. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das ist schließlich umsonst. Und Platz haben wir auch. Von daher vollkommen irrelevant. Okay, wir sind auf gutem Weg, allerdings nervt dieser Typ uns da hinten etwas. Denn er ist für Sicherheit verantwortlich, sprich, er schützt die anderen. Und das ist sehr unfreundlich. Witzigerweise hat er Atlas benutzt, wobei die Vollzugsgardisten sowieso nur halben Schaden beim Wasser bekommen. Da hätte ich eher Art Blitz eingesetzt, das macht wenigstens irgendwo Sinn. So, dann schleichen und ich setze Schleichen hier in Anführungszeichen. Hier uns mal weiter. Und schauen mal, was hier passiert. Gar nichts. Ja gut, ja gut. Ich höre ein Item. Da. Was haben wir da? Einen Analysator. Na ja, gut. Analysatoren könnten tatsächlich irgendwann noch ganz nützlich sein. Und was sehen wir denn da? Ein Riesenteil ist das hier. Was ist das denn? Pflanz- und Zuchtanlage sieht ein bisschen aus wie ein Kraftwerk, aber okay. Don't worry, it'll be fine. Only kids like me know about that entrance. They'll find it. They'll call in a team and canvass the whole tunnel system. Then we better hurry. So, where's this thing come out anyway? Well, I don't really know for sure. We'll find out today. Wir sind auf jeden Fall gut in der Zeit. Sehr gut in der Zeit.
und schauen uns jetzt einfach mal an, wo wir hier so hinkommen. Aktivieren das Ding. Ich schätze mal, genau, das bringt den Aufzug wieder zu uns. So, Hope war also mal hier drin, aber hat sich nicht wirklich umgesehen, oder wie? Sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus, das Ganze. So, und das hier sind wieder Puddingarten, nämlich die sogenannten Sunny-Puddings. Sunny-Puddinge sind an sich nicht unbedingt schwere Gegner, allerdings ist es sehr nervig, weil sie sich gegenseitig heilen. Von daher besser einen relativ schnell in Schockzustand versetzen. Und dann draufhauen, solange er sich nicht wehren kann. So, denn im Schockzustand ist das Ganze mit den Sandpuddings hier auch keine allzu große Sache. Nur mehrere Sandpuddinge können eben etwas stressig sein, weil sie sich dann alle gegenseitig heilen und das nervt unglaublich. Aber ja, wenn ich kurz ins Lösungsbuch blicke, auf den Kampf habe ich keine Lust. Wenn ich kurz ins Lösungsbuch blicke, gibt es hier wohl noch ein paar versteckte Items, die man mit den Fahrstühlen erreichen kann. Allerdings, kann ich drauf verzichten. Also, that's one of our enemies. Being sanctum. Muss unbedingt jetzt eine Zwischensequenz kommen, ne? So, kill him and cut off the food supply. That'll make us popular. I think people have enough reason to hate us, don't you? Yeah, you're probably right. Hungry people make for angry people. Na gut, die Informationen nehmen wir mit, was ich eigentlich sagen wollte. Ich könnte folgende Items kriegen: 4x Weihwasser, eine Phönixfeder sowie 2 Möbiusspulen und einen Wasserring. Und bis auf die Möbiusspulen kann ich eigentlich auf alles verzichten. Und für 2 Möbiusspulen gucke ich jetzt nicht, wo ich da die Plattform rumbewegen muss. Von daher kämpfen wir lieber gegen die nächsten Sunny-Puddinge. Wie gesagt, mit der richtigen Taktik sind die Sunny-Puddinge auch keine großen Gegner. So, ich hätte gern die Plattform wieder. Beziehungsweise, ich glaube, wenn ich hier die linke aktiviert hätte, ich probiere es einfach mal aus. Ich aktiviere mal spontan die linke. Dann kommt nämlich genauso eine Plattform, bringt uns aber wahrscheinlich nach links. Genau. Und genau das können wir ganz am Anfang mit der ersten Plattform auch machen. Und hier haben wir einen langen Kampf vor uns, einen langen, nervigen Kampf. Ich kämpfe ihn jetzt einfach mal, spule ihn eventuell vor. Ach, weißt du was? Welchen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt es, um die Esper mal einzusetzen? So, und ich hau dann einfach mal drauf, beziehungsweise mach mal einen auf Verheerer. Ah,
habe immer einen Blick dabei auf die ESP-Anzeige meiner Figur und hoffe, dass die Metamorph-Anzeige auch schön in die Luft geht, wenn ich hier einen Verheerer spiele. Ja, guck mal, die Metamorph-Anzeige geht doch richtig nach oben. Das gefällt mir. Da kann ich nämlich gleich auch mal so richtig schön von dem Modus Gebrauch machen. Im Metamorph-Modus. Entschuldigung. Die man auf jeden Fall mitnehmen sollte, egal ob man sie jetzt noch braucht oder nicht. Allein schon, weil es so super aussieht. So, und dann der Automorph-Modus, der macht das schon alles für uns. Und dann ist es auch wirklich so dermaßen schnell vorbei. Hätte ich das gewusst. Na gut, dafür kriegen wir jetzt eben die Items, die ich eben gesagt habe. Zumindest kriegen wir hier den Wasserring und die, ich habe es schon wieder vergessen, die zwei Dinger, na, Möbius-Spuren, ja. Ansonsten lassen wir uns hier nochmal zurückfahren und nehmen den rechten Aufzugteil-Ding. Kein Wunder, dass man hier die Übersicht verliert, das ist ja wirklich... So, darf ich vielleicht bitte? Ich würde dich gerne aktivieren, darf ich das nicht? Ich dachte, ich... Okay. Ja gut, dann bringt er mich diesmal automatisch nach rechts. Da war das noch aktiviert. Gut, ja, sag ich nichts dagegen, ne? Da sind wir nämlich gleich schon am Ende von dem Part angelangt. Laufen hier an dem Vieh vorbei. Nochmal möchte ich nicht dagegen kämpfen und schauen uns hier einfach mal die nächste Zwischensequenz an. Using a sanctum fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light and water. It's all from the fallacy. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches, parasites. You think? They protect us, nurture us. They take care of, well, normal people. They treat us like we're special. Almost like... like we're pets. World, raised on a Falci leash. It was the only life I knew how to live. When it was taken from me, I was completely lost. Without a master to follow, my life had no purpose. Hope, listen to me. This Lassie curse, it took everything from me. My future, my dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope. You got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! But... you can't do this. You can't just build something up like that, then abandon me.
I won't abandon you. I won't. So, das war die erste Erkenntnis. Fand ich ehrlich gesagt sehr interessant, diese Erkenntnis, dass die ganze Welt einfach quasi, beziehungsweise die Welt, in der die leben, quasi für sie gebaut wurde und sie nur wie Haustiere dazu leben. Und genau hier sehen wir das, was ich eben gesagt habe. Bei mehr als zwei Sunny-Pullings wird das extrem stressig. Sofern er nicht im Schockzustand ist. Denn ansonsten kommen wir dem Ganzen hier einfach nicht bei. Im Schockzustand allerdings ist das Ganze um einiges leichter machbar. Und spätestens wenn es wieder nur zwei Sunny-Pullinge sind, überhaupt kein Problem. Beziehungsweise bei einem allein, der kann sich selbst witzigerweise nicht heilen, sondern immer nur andere. Deswegen wir jetzt groß auch gar nicht auf unsere eigene Heilung setzen, sondern einfach mal ein bisschen draufklopfen noch und dann ist der Sunny-Pudding, der letzte Sunny-Pudding, nämlich auch ganz schnell erledigt. Und wir kämpfen uns noch ein ganz klein wenig nach vorne, bevor wir diesen Part beenden, denn noch sind wir nicht fertig. Allerdings will ich auch kurz mal noch gucken, was das Dämonensiegel kann. Fluchresistenz, darauf kann ich verzichten. Dankeschön. So, what do we do now? We're Lassie. Taking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? There is no hope. Not for Lassie. There's you. It's my name. Not who I am. I was just like you. Huh? My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect. It only destroys. So, das nenne ich Selbsterkenntnis. Ist die Frage, ob es ihr die ganze Zeit schon bewusst war oder ob es ihr tatsächlich jetzt erst bewusst wird. Auf jeden Fall sehen wir hier eine riesige Charakterentwicklung, was Lightning angeht. Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? And then I see his stupid face and he's smiling. How can he smile when she's dead? I know! There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope.
I'm sorry, I messed up. It's my fault. Okay, der Part ist immer noch nicht vorbei. Ich dachte, wir wären jetzt an der Stelle. Stattdessen haben wir es hier nochmal mit zwei Sandkollegen zu tun. Aber ja, keine Sorge, wir sind immer noch sehr gut in der Zeit. Gerade weil die Sunny-Pudinge, Puddinge, ja tatsächlich kein Problem für uns sind, aktivieren wir also hier wohl den letzten Auftritt, den wir für jetzt nehmen. Und da vorne sehe ich das Ende unseres Parts auf uns zuschweben. Das heißt, wir speichern hier und schauen uns dann die nächste Zwischensequenz an, die nächste wahrscheinlich sehr kurze Zwischensequenz, und beenden damit diesen Part. Ich weiß auch nicht, warum ich euch immer wieder sage, wann ich den Part beende, wenn ihr genau wisst, wann ich den Part beende. Einfach weil der Part dann zu Ende ist. Aber gut. Talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. I want you to find the hope you were named for. Staying alive, I can help you with. But I can't give you hope. If you go to see your father. You think meeting my dad will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just, he'll never believe all this Lassie stuff. Snow believed Sarah, didn't he? Ja. So, und damit verabschiede ich mich nochmal von euch und pausiere das Spiel, sage bis gleich, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 13.